Ja, willkommen zu Resident Evil 2 im weiteren Part. Ich musste den letzten etwas kürzen auf 15 Minuten, weil halt der Sound abgespackt ist dann. Und ja, jetzt geht's weiter. Wir sind wieder oben an diesem Flügel und da waren noch Zombies übrig. Genau der Typ hier, der wartet schon ganz sehnsüchtig auf Pfeile und das war ein Double Kill. Vom Feinsten. Jetzt scheint hier Ruhe zu sein auf dem Gang. Was für ein schöner Double Kill. Schöner Ding. Ach ja, hier war ja auch was. Was mir nicht so gefiel. Aber naja, das macht nichts. Wir können jetzt oben lang und oben ist kein Problem. Hoffe ich mal gerade zumindest. Wenn jetzt oben Licker langlaufen, habe ich so ein kleines Problem schon. Weil ich weiß, später war das ja der Fall, dass auch auf dem anderen Flur sich Licker befanden. Hier ist schon mal nichts. Wie schaut's in dem Gang aus? Bitte sag mir, dass da auch nichts ist. Nein, ist auch nichts. Bleibt bloß noch eins herauszufinden. Die Haupthalle. Wie sieht's jetzt dort aus? Wird sich mir was in den Weg stellen? Oder nicht? Es wird. Und ihr habt gerade schon gehört, was es sein wird. Und zwar der Jutenlickerschen. War ja auch klar. Sonst wäre es ja viel zu einfach. Sonst wäre es ja ein Durchmarsch durch den Gang. Nur den Film packe ich mal weg. Brauche ich die auf dem Weg nach oben? Naja, ich pack sie mal weg. Und ich werde mir auch eine Heilung weg verfrachten. Ja, und jetzt muss ich wohl das hier benutzen. Und hoffen, dass die jetzt nicht gegen das Vie die Viecher, denke ich mal, sterben werden. Ich werde das mal freimachen, den ganzen Weg. Und werde dann runterrennen, die Kurbel nochmal holen. Wo ist denn der? Der muss ja irgendwo sein. Ah! Hat mich überrascht, der Schlawiner. Ist hier nur einer oder ist hier noch ein zweiter? Okay, es war zum Glück nur einer. So, da hätten wir das schon mal erledigt. Ja, gut, hätten wir das erledigt. Ein Steintafelteil fehlt ja noch. Ein Steintafelteil fehlt noch. Außerdem gab es da noch ein anderes Rätsel, was ich ja machen könnte. Und zwar war das ja hier bei dem einen Raum. Na, nee, das brauchen wir nicht. Da möchte ich gerne wieder raus. Ach so, ja. Stand wohl auch erledigt. Hier noch was auf dem Schreibtisch oder so, was ich übersehen habe? Nee. Ja, ich mache das gerade ein bisschen wild durcheinander, aber ich will gerade sehen, dass ich jetzt die Schlüssel los werde. Und eventuell wüsste ich, wo ich den einsetzen kann. Dann kann ich nämlich schon mal was aufschließen.
Das war jetzt offen. Eigentlich müsste ich jetzt das hier aufschließen können. Ja, kann ich. So, erstmal schauen, was wir hier haben in dem Raum. Denn ich weiß, hier gab es nämlich so ein Rätsel zu lösen. Machen wir das aber erst später. Ich will erstmal schauen, ob es hier nicht noch was im Schreibtisch zu holen gibt. Ist verwüstet, ist verwüstet. Scheint so ein kleiner Besprechungsraum zu sein. Ich glaube, ohne dieses Zahnrad kommen wir nämlich gar nicht erst nach oben. Deswegen brauchen wir das. Ich werde die auch vorher abspeichern, weil ich habe da so eine Kleinigkeit noch vor. In diesen Gefilden. Und hoffe, das hat auch funktioniert. So, erstmal zurück zum Keller. Da gehe ich aber oben lang. Denn so meide ich die Zombies hier in dem Raum. Also hier in dem Büro. Zu meiner Linken. Hätten wir jetzt die Abenteuertasche, könnten wir ein bisschen mehr tragen. Aber die hat Leon. Ich muss damit leben, dass ich. Obwohl, Inventarplatz reicht eigentlich. Chris hier bei Resident Evil Remake zum Beispiel, oder halt im allerersten Teil der PSX, der hat nur vier freie Slots im gesamten Spiel. Und ja, da muss man doch wesentlich, wesentlich mehr einteilen als hier. Aber wir brauchen nicht keine Tasche. Wir haben ja schon genug. So, der Weg ist jetzt gesäubert, finde ich gut. Was kann ich weglegen? Kann ich erstmal nichts? Oder will ich auch erstmal nichts? Farbband könnte ich im Grunde auch mal wieder gebrauchen. Ich hoffe mal, wir kriegen noch welches. Denn ich möchte die Farbbandrate doch ein bisschen konstant halten. Fünf Stück haben wir. Eins davon werde ich eventuell demnächst verpratzen. Beziehungsweise. Na, mache ich das wirklich? Die Frage ist, lohnt sich das für eine gewisse Aktion, das Farbband zu benutzen? Weil eine dicke Nummer kommt ja auf jeden Fall, die auf uns wartet. Die ist ja auch nicht gerade einfach. Ich denke mal, sie haben wir schon hinbekommen. Wir haben ja quasi genug von der guten Munition dabei. Genug Armbrustpfeile. Granaten haben wir auch genug. Eigentlich dürfte also mein Plan relativ gut aufgehen. Jetzt müssen wir noch zum Parkplatz zurück. Unterwegs werde ich dann das Feuerzeug holen. Und bevor ich etwas Gewisses mache, werde ich erstmal abspeichern vorher. Da werde ich, glaube ich, ein Farbband für verschwenden. Denn wenn man dafür etwas Gutes bekommt, dann werde ich das auch machen. Ich will nämlich mal versuchen, demnächst nochmal den guten Mr. X zu besiegen und gucken, ob das irgendwas bringt. Ob er dann was Gutes droppt. Werde aber vorher auf einen weiteren anderen Stand abspeichern. Auf einen früheren.
Na, es war ein anderer Raum. Ich glaube, es war der Hundezwinger, wo es drin war. Moment mal, gab es eigentlich hier noch was drin? Oder? Ne, hier ist kein so ein Fach. Erklärs Vorteil klärt einen Dietrich und kann damit halt so Sachen aufmachen. Wie es halt so für einen Dietrich übrig ist, ne? Und ich glaube, wir müssen gar nicht durch die Kanäle. Müssen gar nicht durch die Kanalisation. Nein, die kann es unmöglich öffnen. Dann war Leon hier schon. Da hat er das Eisen schon mitgenommen. Was man sonst braucht. Gut, dann müssen wir einen anderen Weg gehen. Eventuell kann ich mich auch schwach erinnern, welcher Weg das war. Ich weiß noch, vom Dach gab es, glaube ich, eine Abkürzung hinunter in den Keller. Ich glaube, ich mache es gerade mal so, dass wir vom Abgleich noch was erreichen können, dass ich mich erstmal nach oben hin arbeite. Das da mache und das war dann quasi ja das Rätsel unten beim Verhörzimmer lösen. Ich werde davor auf jeden Fall mal abspeichern, weil ich ja da noch was vorhatte zu probieren und gucken, ob das klappt. Ich finde, es zockt sich leichter als das damalige Ada-Szenario von Resident Evil 4. Das habe ich damals offscreen mal gespielt. Beim Spiel. Das ist heute beim guten Extreme Dragon. Ich habe ja die GameCube-Version des Spiels und werde diese vorziehen. Und ja, Resident Evil 4 wird auch nicht ganz so einfach werden. Ein bisschen kniffliger als Resident Evil 3. Das habe ich damals ja im Hard Mode gezockt, weil, ja, der Easy Mode, es gibt bei Resident Evil 3 nur Easy und Hard Mode. Und der Easy Mode ist sowas von einfach. Ihr kriegt Munition wie nichts, ihr kriegt Heilung wie nichts, ihr könnt euch quasi durch das ganze Spiel durchballern. Und im Hard Mode ist das Ganze ein kleines bisschen anspruchsvoller. Deswegen habe ich den damals benutzt. So, speichern muss ich nicht. Weil auf dem Weg zum Dach dürfte es jetzt keine Probleme geben. Der Licker hier ist auch weg. Der wird mich nicht mehr verknuspern. Es läuft gut. Das sag ich gerade mal. Es läuft gerade recht gut. Es läuft besser als meinem damaligen Run zu diesem Spiel. Ich habe das Szenario schon mal gezockt vor langer, langer Zeit. War aber damals noch einen anderen Schwierigkeitsgrad. Da war ich noch nicht so gewagt wie heute. Ich habe ja das Remake auch noch geplant, im Profi-Modus zu zocken. Mich daran zu versuchen. Da würde mir aber keiner helfen wie in Zero. Bei Zero war es ja so, da ist der schwere Schwierigkeitsgrad doch recht ertragbar. Weil man Hilfe hat von Billy Cohn. Das ist die Frage, brauche ich das Zahnrad hier oben oder? Obwohl, ja, ich brauche es im Grunde, das Zahnrad. Weil ich weiß jetzt wieder wofür. Ich kann aber erstmal Folgendes machen. Nimm ich das hier. Jetzt brauchen wir die Krubbel auch nicht mehr. So, gibt es hier oben was, ist die Frage. Oder gibt es erstmal nichts an Items? Nur ein Rätsel.
Wie es scheint, gibt es hier nur das Rätsel. Ja. Ja. Hier gibt es nur das Rätsel. Ich dachte, hier waren noch ein paar Items, die rumliegen, aber nein. Leider nicht. Gut, dann müssen wir jetzt Richtung Verhörzimmer und ich weiß, glaube ich, schon, was mich dort erwarten wird. Werde aber vorher nochmal abspeichern. Auf jeden Fall werde ich das tun. Denn ich habe ja eine gewisse Sache noch vor zu probieren. Auch wenn mich das ein bisschen an Munition kosten wird. Ah, ich glaube, es war eine andere Tür gewesen, oder? Ja, es war eine andere Tür. Da war ich gerade ein bisschen desorientiert. Aber das kann auch mal passieren. Und abwärts. Obwohl, na wartet mal. Habe ich doch das noch was ver Da habe ich doch gerade noch was vergessen. Ich wollte das Feuerzeug mitnehmen. Das brauche ich ja. Ohne Feuerzeug kein Rätsel gelöst. Und das, denke ich mal, wollen wir alle nicht. So. Auf zur Box. Feuerzeug raus. Wo haben wir denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Da ist das gute Feuerzeug. Und wie gesagt, abspeichern werde ich mal. Ich habe noch ein paar Pfeile im Petto, die werde ich auch mitnehmen. Von der Zeit her würde ich sagen, ja, ich werde es mal da anspeichern. Gut, Leute, von der Zeit her würde ich sagen, war es das für diesen Part von Let's Play Resident Evil 2 im Klärmodus beim nächsten Mal. Ja, versuche ich etwas, das gewagt sein könnte. Und wenn es nicht klappt, dann nehme ich einfach mal eine andere Strategie, ne? Aber was das sein wird, was ich vorhabe, das seht ihr im nächsten Part von Let's Play Resident Evil 2 im Klärmodus auf normal. Bis dann. Ciao.